Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Endlich wieder Zeit für Tom Cruise. Days of Thunder, License to Kill. Das kann nur geil sein. Ihr seht schon Blitz und alles super animiert. Auch das Logo ist, glaube ich, anders als im Film, aber weiß gar nicht, die sechsten. Aber Sprachausgabe. So, auf geht's. Daytona. Natürlich. Woraus sonst? So. Okay. Das Vollgas oder was? Okay. Super. Also grenzenlos geile Fahrphysik. Boah. Also, da soll noch mal einer sagen, es gibt schlechte Lizenzspiele. Also der Ton passt sich der Fahrphysik an. Traumhaft. Das ist noch nicht mal ein LGN-Game, glaube ich, ne? So, wie viele Runden muss ich denn fahren? Unendlich, oder? Darf ich das selbst entscheiden? Vor allem, welche Zeit muss ich eigentlich unterbieten? Nur so ein kleiner, unwichtiger Hinweis. Der Retro Game Lord sagt, das ist eins der schlechtesten Rennspiele. Das kann ich noch nicht bestätigen. Hallo? Ich habe Indy 500 auf dem Tiger Gamecom hinter mir. Dagegen ist das pures Gold. Davon gibt es eine Amiga-Version? Ja, mein Beileid. Oh, mehr Runden habe ich nicht. So, wir haben uns qualifiziert. Das kann nur geil sein. Das kann nur geil sein. So, jetzt gucken wir noch mal. Immerhin sind wir Siebter. Müssten wir eigentlich auch, wenn wir Vollspeed haben, überholen können, oder nicht? Nur so eine verrückte Idee, ich weiß, aber irgendwie komme ich nicht dran vorbei, kann das sein? Ich würde gerne mal einen überholen. Also ich habe ja nicht viele Erwartungen, ja? Aber ich würde mich schon freuen, wenn ich hier vielleicht mal auch überholen könnte. Super. Muss ich auch 5 Runden fahren, oder? Gut, ich meine, hier kriegt man so viele Informationen, nämlich gar nicht.
Außer, dass man hier kaum überholen kann. Was jetzt bei NASCAR eigentlich jetzt ja so gemacht ist, damit es da 10.000 Mal passiert. Die KI ist aber auch so hohl, dass die mich nicht überholen kann, ne? Kann ich hier irgendeinen crashen? Wahrscheinlich auch nicht. Spieler dann sagt, ich muss 12 Runden fahren? Warum? Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch tanken. Vermute ich. Dann mache ich doch gleich mal einen Boxenstopp, aber boah, das ist also. Hier kommt auch, also was das Game unglaublich gut kann, ne? Ein unglaublich gutes Geschwindigkeitsgefühl. Oh, kann ich nicht in die Box? Oder muss ich einfach auf blind bremsen? Weil der Tank reicht definitiv nicht für 12 Runden. Ja, das war ja cool. Immerhin bin ich durch die Box gefahren. Was ist jetzt los? Irgendwas kaputt? Reifenschaden? Weil Tank habe ich ja wohl noch. Also ich kann nicht mehr Gas geben. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen, vermute ich. Oh, jetzt habe ich keinen Sprit mehr. Oh. Oh. Es gibt das nächste Rennen. Nein, aber garantiert nicht. Also ganz großes Tennis. Days of Thunder. Auf dem NES. Ganz riesig. Ganz toll. Super Game das. Oh mein Gott. Es kann eigentlich jetzt nur besser werden. Ich hoffe es jedenfalls. Bis gleich.